Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge The Last of Us 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich werde jetzt die Wäsche aufhängen. Mach das, Dina, so gehört sich das. Schön, dass ihr wieder am Start seid, Freunde. Danke für euren Support bis hierhin, dass ihr immer noch am Start seid. Machen wir. Unterstützt es gerne weiterhin. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch geht. Es fühlt sich sehr stark nach Ende hier gerade an. Aber, ja, ich weiß nicht. Braucht er seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Mehr? Sag, wenn ich aufhören soll. Soll ich aufhören? Okay, es reicht. Im Ernst. Alter, Ellie geht ja übelst ran hier, Mensch. Oh. Wie süß. Willst du es streicheln? Hier. Okay, also dann. Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. Genau so. Gut gemacht. Ja. Hey. Hey. Ich kann ihn nehmen. Bringst du die Schafe in die Scheune? Nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja? Ja. Ruh dich mal aus. Okay, hier. Na, also. Komm her. Kuschel dich rein. Jetzt wird gesleept. Oh Gott. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Psst, ich bin der Superschäfer. Okay, die machen so ein bisschen Red Dead-Style, oder? Wart her, Schafe. Euer Essen wartet in der Scheune, also kommt mit! Nach der krassen Story nochmal. Alter, der. Ist das ein Euler Zoe. Oder ist das ein Euler? Scheunenzeit! Mensch, 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 Daisy. Alter. Rein da! Ja, nach der krassen Story gibt's jetzt nochmal so ein bisschen Entspannung, ja, oder was? Viele Schafe. Vielleicht geht's ja doch noch weiter, so ein Epilog, oder? Was meinst du, wie viele das sind? Zählen wir. Eins, zwei. Ich höre lieber auf, ich werde ganz müde. Los. Eugene. Hey, hey, rein, rein. Todd. Na, Bewegung. Ah. Los, rein mit euch. Los, 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 los. Du auch. Hey, wollen wir ein paar davon essen? Was meinst du? Leckerer Snack. Ist dir warm genug, Kumpel? Jawohl. Geht doch. Okay, Schafe. Wir sehen uns morgen. Hey. Wo kommst du her? Hallo, kleiner Freund. Oh mein Gott. Okay, komm, Kleines. Hast du keine Ruhe? Hat sie das alles nur geträumt? Nein, 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 nein. Nein, nein, Alter. Ich weiß nicht, was. Ich hab nur die. Ist okay. Na, alles. Hey. Oh Mann. Alles
gut. Wir hatten schon lange keine Aufregung mehr. Also, dass sie so Albträume hat, kann man verstehen. Ne? Ja, ich kann es gerade gar nicht einschätzen, wie lange das Spiel echt noch geht. Muss ich gar nicht einschätzen. Also gefühlt sind wir am Ende. Ist das eins von unseren Pferden? Ist es Tommy? Tommy ist da, oder? Oder? Hey, wo warst du? Jagen. Hat länger gedauert, als ich dachte. Wer ist da? Komm, einfach rein. Jawohl, ja! Du hast ja einen ganz schönen Griff. Hey, Tommy. Da bist du ja. Hier, ich nehme ihn. Komm her, Großer. Und zurück zur Mama. Ja. Oh, es geht schon, es geht schon. Hey. Hey. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Ganz kurz, war der Brief auf dem Tisch, war der von Maria geschrieben? Ich habe da gar nicht drauf geachtet, wir... Irgendwie kommt mir gerade das Gefühl, ich habe es einfach überlesen, den Namen von seiner Frau. Kann das sein? Habe ich da irgendwie was durcheinander gemacht? Ihr denkt euch jetzt, ey, warum freut er sich? Stand doch im Brief, keine Ahnung. Ich war in dem Moment durch, egal. Er wird immer schwerer. Weiß, er besteht aus lauter Muskeln. Hm? Bei euch alles gut? Wie geht's Maria? Oh, ihr geht's gut. Wir nehmen eine Auszeit. Das tut mir leid. Nein. Wir haben lange drüber geredet und wir wollten es beide so. Okay. Oh, setz dich. Ich will dir etwas zeigen. Also, ich habe monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir. Und erzählt mir von einer Frau, mit der er gehandelt hat, auf seinem Weg durch Kalifornien. Er sagt, sie war stark wie ein Ochse. Und sie hatte einen Jungen bei sich mit vernarbtem Gesicht. Und dass sie an dieser Küste leben, auf einem Segelboot. Genau hier. Das muss sie sein. Es ist abgehakt, also. Es ist wohl leicht, sie zu vergessen. Wenn man es sich hier draußen bequem macht. Ich lass sie büßen. Tommy. Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Tch,
wie erbärmlich. Kannst du ihn bitte nehmen? Ja. Ja. Alles gut, alles gut. Hey! Was zum Teufel war das? Nichts. Scheiße, Tommy, du weißt, was wir durchgemacht haben. War dir das? Sie hat mir ihr Wort gegeben. Das ist mir scheißegal. Das merkt man, Dina. Das ist ein gottverdammtes Problem. Hör mir mal zu. Oh ja, ich höre dir ganz gespannt zu. Ey, was ist Tommy für ein Arschloch, Alter? Was ist denn jetzt los? Warum können die nicht abschließen? Warum kann er nicht abschließen? Weil er jetzt zum Krippel geworden ist, wa? Er kann nichts mehr machen, sein Auge ist weg. Sein Bein ist am Arsch. Er kann es nicht mehr übernehmen, er kann seinen Bruder nicht mehr rächen. Aber die Abby hat sie doch jetzt zweimal leben lassen. Zweimal jetzt, zum zweiten Mal hat sie Ellie leben lassen. Mach's nicht, Ellie, Alter. Geh jetzt nicht nochmal los. Ah, ich hab irgendwie den Eindruck, sie geht los. Ey, nicht, dass sie jetzt losgeht und sie stirbt dann bei dem Versuch. Oder bringt den kleinen Jungen um. Also jetzt die großen Supergefühle für den Jungen habe ich jetzt nicht unbedingt. Aber das geht doch nicht, Alter. Das muss doch mal langsam enden. Das muss doch mal langsam enden, oder? Das ist doch gut jetzt. Das haben wir alles noch gar nicht gelesen. Es ist wieder passiert. Die Bilder bin ich schnell losgeworden, aber meine Haut tat mir den ganzen Vormittag weh. Ich habe den Versuch aufgegeben, wieder einzuschlafen. Dina ist mit mir wach geblieben. Wann hört das auf? Ich verstehe nicht, wie Dina so unbeschwert über Jesse reden kann. Sie erzählt JJ alles über ihn. Sie glaubt, dass es gut für mich wäre, über Joel zu sprechen. Alles rauszulassen. Wenn sie das so sagt, klingen die Erinnerungen eher nach einer Lebensmittelvergiftung. Ich will nicht darüber reden. Das tut mir weh. Und ich glaube, wenn ich einmal damit anfange, kann ich nicht wieder aufhören. Ich habe heute mit JJ einen Ausflug gemacht. Er hat die ganze Zeit gelacht. Ich habe fast den ganzen Tag nicht an Seattle gedacht. Es war schön. Jessys Eltern waren heute da. Zuerst war es ganz schön, sie sind nett, aber dann haben sie uns gedrängt, wieder nach Jackson zu ziehen. Ich bin damit nicht klargekommen und in den Wald gegangen und bis nachts dort geblieben. Dina hat auf mich gewartet. Ich wusste, dass sie sauer war, aber sie nahm nur meine Hand und brachte mich ins Bett. Ich fühle mich so schuldig. Es ist wieder passiert. Ich habe diesen Keiler gejagt und ihn bei der alten Tankstelle in die Enge getrieben. Er blutete aus und schrie dabei. Er klang wie er. Ich habe die Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ich habe ihn zurückgelassen, sterbend. Meine Haut tut weh. Wann wird es ruhig? Die Zeit sollte doch den Drang ersticken, das Verlangen ersticken. Auslöschen? Das Verlangen löschen. Verfolgt von deinem starren Lächeln wird die Maske schwerer. Sie gleitet mir vom Gesicht. Ein Schritt vorwärts, zwei zurück. Eine Schlinge liegt um meinem Hals. Nur mit jedem Schritt zieht sie sich zu. Nimmt sie mir den Atem. Kann ich das Seil, die Schlinge durchtrennen? Ich habe auf den Morgen gewartet, aber es gibt kein Licht. Ich habe das Licht verloren. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich blind. Kann ich das alles hinter mir lassen? Oh mein Gott. Sie sieht nochmal los. Natürlich. Hey, Tommy, Alter, der ist so verbittert, wa?
ist so verbittert. Man kann es ja auch verstehen. Ey, man kann es doch alles verstehen. War das jetzt das Zeichen dafür, dass es kalt ist? Ich hasse sowas. Wem sagst du das? Dein Alter hat mich heute zur Brust genommen. Um was ging's? Wieder eine Predigt über meine Patrouillen. Geh nicht hierhin, geh nicht dahin. Komisch, wie engagiert er immer ist, wenn du eingeteilt wirst. Ja. Sie macht eine richtige Show draus. Gebt euch beiden 2 Wochen, dann seid ihr wieder zusammen. Wohl kaum. Hat sie was zu dir gesagt? Sagen wir 1 Woche. Ellie! Hey! Wo hast du gesteckt? Jetzt bin ich ja hier, oder? Dina? Jesse? Komm mit. Hey, denkt dran, dass wir früh los müssen, also ruht euch aus. Ja, Sir! So ein Arsch. Ach komm, fang du nicht auch noch an. Okay, ich habe eine sehr ernste Frage an dich. Wie schlimm rieche ich? Wie ein dampfender Müllberg? Oh, okay. Oh. Wie ist das? Eklig. Dir gefällt's doch. Der Kerl hier drin starrt dich gerade an. Vielleicht starren sie auch dich an. Unsinnig. Vielleicht sind sie eifersüchtig. Ich bin nur ein Mädchen. Keine Bedrohung. Hey, das ist ein Familienfest. Tut uns leid. Denkt nächstes Mal dran, wenn Kinder da sind. Ja, weil du ja so ein tolles Vorbild bist. Genau das hat uns noch gefehlt. Noch eine vorlaute Lesbe. Was zur Hölle hast du da gesagt? Ellie, lass gut sein. Piss dich gefälligst. Hände weg von mir.
Hey! Es reicht. Komm mit, Beine vertreten. Was ist mit denen? Kümmere dich um dich selbst. Los, gehen wir an die frische Luft. Alles okay, Kleine? Was ist los mit dir? Er hatte nicht das Recht. Und du etwa? Scheiße, ich brauche deine Hilfe nicht, Joe. Okay. Puh, Freunde, war das das letzte Gespräch zwischen den beiden, oder was? Ich weiß gerade gar nicht, ich überlege gerade, was ist das letzte Gespräch zwischen den beiden gewesen? Oh Mann, ey. Hey. Hey. Ewig her, dass er so lange geschlafen hat. Hm? War ein langer Tag. Ja. Er ist okay. Komm ins Bett. Wir reden morgen darüber, okay? Ich muss es beenden. Du... Du bist Tommy nichts schuldig. Ich kann nicht schlafen. Nicht essen. Ich bin nicht wie du, Dina. Was? Meinst du, mir fällt das leicht? Für dich und für ihn halte ich durch. Ich liebe dich. Beweis es. Bleib. Ich kann nicht. Und jetzt soll ich hier rumsitzen und auf dich warten? Für wer weiß wie lange, während du die ganze Zeit über tot sein könntest? Ich hab nicht vor zu sterben. Ach ja? Tja, Jesse auch nicht. Oder Joe. Hey, warte. Hey, komm schon. Wir sind eine Familie. Sie kann doch nicht wichtiger sein als das. Nochmal. Das liegt bei dir. Wir machen hier Schluss. Wow. Wow, das ist, wow. Also, sie zieht nochmal los. Sie will es zu Ende bringen. Oh Gott, ich sehe es schon kommen, Alter. Ich traue Naughty Dog alles zu, wa? Ich traue denen zu, dass Ellie auch stirbt. Oder irgendwie, keine Ahnung, Alter, komplett durchdreht. Irgendwas. Oh, auch diese Cutscene wieder, wa? Das ist einfach next level. Das ist next level einfach. Das ist einfach next level. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen, denn Support ist kein Wort. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.